Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, wir sind jetzt hier am Biertransport, ja, das gute Bier. Da schauen wir mal, ob wir das überhaupt einlagern können. Beim Bier bin ich mir nicht sicher, ob ich es voll habe oder wie oder was. Deswegen schauen wir mal. Ja, die armen Schafe, da müssen sie ein bisschen Gras fressen, wo gerade doch so über den Schnee hinweg guckt. So. Dann sehen wir auch, dass die Mosterei gerne Birne hätte. Bin gerade im Überlegen, haben wir da vielleicht gerade einen LKW in der Nähe? Ich glaube nicht. Wir haben ja noch die Scholle und so, was wir auch noch fahren müssen. Aber da wir jetzt wieder da sind, können wir auch die Zeit wieder schneller laufen lassen. Genau, immer schön die Zeit laufen lassen. Ja, ich glaube gerade richtig Horror für den LS. Der Schneefall, dann die Karte, wo noch relativ viel bebaut ist. Aber gut, das muss er verkraften können. So, Schaffleischmix an, der Ding ist leer. Pelletsheu, jawohl, jetzt kommen so langsam aber sicher die ganzen Punkte rein. Na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Na, erstmal gibt es das Bier jetzt hier in die Getränkehalle. Und es wird auf jeden Fall auch angenommen. Das ist schon mal das Gute. So. Genau. Jetzt wird das Bier eingelagert. Dann holen wir am besten schnell die Scholle und Hering. Und dann können wir runterfahren und auch das Weizenbier schon holen. So. Ja, Abwasser können wir dann auch noch weiterfahren. Das geht. Da haben wir noch ein bisschen Platz in unserem Trailer. So. Und siehe da, wir haben das Bier komplett eingelagert. Sehr schön. Wir fahren jetzt einfach hier durch. Das passt schon. Ja, der Schnee. Oh Mann. Ah, ist das herrlich. Jetzt fahren wir hoch, holen oben das. Sag's mir. Eieiei. War knapp jetzt. Hier die Scholle und der Hering. So, und hier fahren wir natürlich ein bisschen enger, dass wir hier auch alle Paletten mitkriegen. Wäre blöd, wenn wir hier irgendwie Paletten stehen lassen. Das wäre richtig blöd. Aber gut. Ein Weizenbier, aber da haben wir noch ein bisschen Puffer. Das geht noch. Ja, das ist doof jetzt. So macht man das richtig. Ah. So, jetzt. Jetzt haben wir alle wirklich geladen. Mann, Mann, Mann. Na gut. Also, bringen wir das in unser Lager. Dann ist das auch weg. Dann passt das. Und wir sehen auch schon, es geht hier einiges vorwärts.
Ah, das ist auch gut so. Ah. Das ist echt nicht so einfach, hier im LS bei Schnee zu fahren. Aber doch mal überlegen, dass wir uns hier noch Winterdienst irgendwie aneignen. Und Scholle und Hering kann ich, glaube ich, nicht mehr einlagern. Da müssen wir voll sein. Ja, da sind wir voll. Wo kann ich das dann verkaufen? Verkaufen können wir das am Lidl und das am Edeka, aber da machen wir so wenig Verlust, da fahren wir aber alles an Lidl. Da fahren wir alles an Lidl. So, fahren wir einmal oben rum. Ja, und es schneit und schneit weiter, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe echt ein gutes Gefühl dabei, dass wir hier schnell durch den Januar kommen. Ach, mal gucken, ob wir hier auch Ding uns entledigen können. Nochmal den Hackschnitzeln. Ja, um 4 Uhr nachts circa, 5 Uhr morgens im Februar ist das der Roggen in der Mehlfabrik leer. Aber gut, das stört ja nicht wirklich. Ja, ich muss ja einmal ganz kurz euch ein bisschen wegscheuchen. So habe ich jetzt hier auch das überall so platziert, dass es weggeht. Ja. Sehr schön. Da gibt es hier auf jeden Fall auch wieder ein klein bisschen Bonus für uns. Das freut mich. Also können wir wieder zur Brauerei fahren. Dann können wir wieder laden. Das ist echt so ein ewiger Kreislauf, ne? Kriegen halt auch einen guten Umweltbonus, muss man auch dazu sagen. Wir kriegen einen sehr, sehr guten Umweltbonus. So. Wunderbar. Auf geht's, ab geht's. Nein, 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 nein. Ah. Ich glaube, ich brauche hier echt noch so einen Winterdienst. Und einen Autodrive so speziell Winterdienstrouten einfahren. Das ist ja echt Wahnsinn hier. 2 Uhr nachmittags und es fängt schon wieder an dunkel zu werden. Das ist echt krass. Aber ich möchte auch jetzt in den Februar kommen. Oder aber eine kleine Hürde ist eben noch die das Bier, weil ich weiß, das Bier ist ziemlich voll. Deswegen schauen wir mal, dass wir das da relativ gut hinkriegen. So. Aber da sind wir jetzt ja auch unterwegs. Schaffen wir sogar schon, bevor überhaupt er uns das sagt, dass es gerne hätte. So, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen vor. Das passt da, glaube ich, schon. So, Krabben und so. Oh, so viel voll. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Upsala. Nee, nee. Also ich brauche nur 78 Paletten. Okay. Bin eigentlich jetzt zu weit gefahren. Aber gut, er nimmt es jetzt trotzdem noch auf. Also alles noch im grünen Bereich. So. Auf jeden Fall mal das nächste Bier. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem alles dann an unser Lager bringen.
an unser ganz, ganz großes Lager, was wir haben. Weil wir müssen es ja nicht verkaufen eigentlich. Wobei, wir haben ja dadurch dann immer wieder so ein sicheres Einkommen. Ja, das wird echt noch was, wenn ich hier die letzte oder den letzten Stream mache. Im LS22 hier die Karte sozusagen, den Spielstand beenden werde. Und dann im LS25 fangen wir dann wieder komplett von vorne an. Also Zuckerfabrik Melasse fast voll. Ja, gut, die könnte eigentlich theoretisch noch warten. Na, die Melasse. Und da haben wir eigentlich theoretisch noch den anderen LKW, ja. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bin auch irgendwie ein Freund davon, dass wir sagen, komm, wir machen doch die Marmeladenfabrik. Aber dazu müsste ich jetzt erstmal ein grobes Gefühl kriegen, wie geht das mit der Mosterei und den Plantagen und so weiter. Ob sich das ausgeht oder nicht. Bevor ich jetzt hier nochmal mit Marmelade um die Ecke komme. So, erstmal wird das jetzt hier entladen. Das ist auch wichtig. Das gute Bier. So. Wunderbar. Ja, ich denke mal, dass ich hier noch so, ja, noch mal so eine Stunde streamen werde. Und dann könnt ihr euch den Stream vom Stefan angucken. Und zwar vom Ampro Loop. Da steht es, glaube ich, gerade noch auf der Kippe, ob er die Neufundertal streamt oder eben den Car Mechanic Simulator. Schaut da gerne dann mal vorbei. Heute Abend 23 Uhr. Es ist Samstag. Muss ich jetzt nochmal betonen, weil dieses Video kommt ja am Montag. So. Und da, gucken, dass wir da rausfahren, du. Heieiei. Das ist echt nicht mehr feierlich. Zumindest hat es aufgehört zu schneien. Das heißt, der Schnee könnte bald weggehen. Könnte. Muss nicht, könnte. Aber ich habe zumindest schon soweit alles jetzt gesammelt, was da zum Sammeln war für mich. Oh je. Hier ist wieder das grobe Schätzen angesagt. Ich würde mal so schätzen, dass ich so gut dastehe. So, packe ich mir das und ziehe es mir runter. Das ist auch schon wieder so viel. Genau, 78 Paletten. Ah, passt. Ja, mittlerweile klappt das mit dem Schätzen eigentlich ganz gut. So. Na, lade die einmal voll. Die gute Melasse, ja, die ist auch ein bisschen intensiv, was Rechenleistung angeht von der Engine. Wie gesagt, mein System ist trotz Stream und Aufnahme so gut wie nicht ausgelastet. 30% Auslastung hat mein Rechner. Ist halt echt nichts. Aber gut. Licht geht an. Es ist Wahnsinn. Und es soll schon wieder bald schneien. Oh nee. Na gut. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao.